Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Ein Sieg beim Windturnier war bloß ein Feier. Ja, Anfängerglück. Ja, die Pest soll hier. Ein typisches Kind von reichen Eltern. Meine Mami und Papi haben mir alle Karten gekauft. Hab mir die nicht alle erspielt und selber gekauft. Ach ja, die Höhle war das, die habe ich ja extra ausgelassen gehabt. Mann, ich dachte, wenn der Quest. Ich verbrühe mich. Etwas Schutz wäre nicht verkehrt. Vielleicht ist Quen das Richtige. Aber wird da irgendwas drin sein? Da war ja nur. Ach du Idiot, ey. Schnell hoch. Da war der Typ mit seinem Brüdern. Ich erinnere mich hier an die Höhle. Scheint das hier nichts zu geben. Mit dem bin ich auch aus der Seite hier rausgekommen. Ne, Moment. Bin im Kreis gelaufen, egal. Okay, es scheint nichts zu sagen zu haben. Deswegen zurück. Los, los! Alles klar, Plätze. Ich hatte übrigens jetzt einmal dieses Lied aus dem Hauptmenü, was ich so schön fand, dieses Schlaflied, was glaube ich noch in der Quest kommt. Ich glaube, die Quest hatten wir dazu noch gar nicht. Hatte ich jetzt, wie gesagt, in der Hauptquest. Während des Spielens, aber offscreen, dass das einfach so gesungen wurde, beziehungsweise lief. Dieses la 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 la, wie ihr gerade eben etwa gehört habt. Balla. Benimm dich bloß, Freundchen. Bist schließlich in Beauclair. Hier gibt es nichts zu sehen. Weiter. Zeig. Was hast du? Hier sind noch meine alten Hexerschwerter. Musste ich bei ihm verkaufen, weil ich Kohle brauchte und im Endeffekt habe ich jetzt viel zu viel. Entschuldige mich für den Krach. Zu teuer. So aus wie ein Fläschchen Urin. Muss man ehrlich mal sagen.
Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Hast doch keine Angst. Wir sind so viele Schmiede, ey. Was auch ganz gut ist. Das Leben nicht schwer. Laufe ich überhaupt richtig? Ja. Gastwirt, da sollte ich vielleicht gleich mal dann noch hin. Ja, irgendwie. Nee. Ich muss. Nope. Hier? Nope. Das ist wieder dunkel. Nope. Lecker, ne? Törtchen. Sah schon lecker aus. Hier ist wieder so eine Frau mit Kapuze. Das ist eindeutig Vampir. Willkommen in der Fasanerie. Klar, Mann, nicht voll. Was gibt? Ich wollte gerade sagen, Wasser wird's ja wohl haben. Oh, Zwiebelsuppe. Die nur so fancy Scheiße, die ich nicht haben will. Schokosoufflé, Honigcroissant, gegrilltes Hühnerbrötchen. Naja. Geröstetes Kräuterbrot. Ah, wenn ich automatisch sortieren mache, dann ordnet der das auch automatisch ein. Das ist schön. Bis später. Unsere wunderbare goldene Sonne. Im Gesicht helfen noch keine Salben mehr. Ich muss dumm ab mit dem Pan. Alles klar. Hol dir auf nüchternen Markt. Oh, generell arbeiten, wenn man hungrig ist. Sei gegrüßt, Ritter. Und keine Ritter, wobei. Er redet von deiner Tapferkeit und Entschlossenheit. Da ist ein Anspruch auf Kompensation. Hier unterzeichnen, bitte. Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die, die du verkaufst, mein. Oh, ich habe noch bloß eine Trophäe, die ich verkaufen müsste. Moment, ist das nicht die, die ich benutze? Ich will gleich mal gucken. Aber das ist noch nicht ganz richtig. Na denn, ist er. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Ach, die habe ich von... Oh! Nur leider nicht ganz so geil. Da habe ich so ein Schild am Pferd, ne? Ich habe schon wieder zu viel bezahlt. Sogar Märchenreich haben ihre dunklen Geheimnisse. Ah, das ist schon sexy, wa? Ist besser als so ein Kopf. Aber es hat 1% Chance auf Verstümmeln. Ach, komm, ist das. Ich lasse das jetzt so.
Der Recke der Herzogin. Nicht stehen bleiben. Hast das Biest gesehen? Das gehen wir als nächstes. Ein Level werden wir bestimmt noch hinkriegen. Nee, hier muss ich schöne Melodie. Ist das hier die Bank? Ja. Ja, hast du was auf dem Herzen? Bla 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 bla. Ich komme schon. 3000 Kronen, Alter. So. Dann wären wir erstmal soweit fertig. Laber mich nicht voll. Wir haben erstmal nichts weiter zu tun. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch so ein bisschen gucken, dass ich die Fragezeichen irgendwie loswerde. Vielleicht gibt es dafür eine Möglichkeit. 46 Wegweiser, alter Vater. Das sind dann mindestens 2, 3, 4, 5, die auf jeden Fall buggy sind. Und davon sind nur 7 mein eigener Fehler. Grob überschlagen auf jeden Fall. Naja, das war auf jeden Fall erstmal wieder mit The Witcher 3 Wild Hunt. Ich werde jetzt hier erstmal pausieren. Wie gesagt, ich will vorher noch, bevor ich mich an die Hauptquest setze, das will ich in einem Rutsch machen und in Ruhe, will ich halt nochmal ein bisschen gucken wegen den Fragezeichen. Vielleicht finde ich da eine Lösung. Das war es auf jeden Fall erstmal für heute mit The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen und hilft dem Kanal zu wachsen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit dem Finale von The Witcher 3 und dem Finale von The Witcher 3 Blood and Wine. Und dem Ende von diesem Let's Play wahrscheinlich, also die nächste Aufnahmesession, nicht die nächste Folge. Denn wir haben noch eine ganze Menge Hauptquests vor uns. Wir haben ja, wir müssen ja noch mit Regis und mit Detlef reden, also wir wissen ja noch gar nichts. Die habe ich ja komplett aufgeschoben, die Hauptquests. So, das war's aber für heute. Vielen Dank fürs Reinschauen. Haut rein. Ciao, ciao.